Der schöne alte Hafen und viele historische Häuser, ein Bummel durch Stade lohnt sich. Die Stadt ist auch ein guter Ausgangspunkt für Touren ins alte Land und auf der Elbe. Zu den sehenswerten Gebäuden gehören die Kirchen St. Velhadi und St. Cosme, das Rathaus mit einem imposanten Portal, der Schwedenspeicher sowie zahlreiche Fachwerkhäuser. Ein guter Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung ist der Fischmarkt am Alten Hafen. Dort schlägt das touristische Herz Stades, zahlreiche Restaurants und Cafés bieten Sitzplätze am Wasser. Erstmals schriftlich erwähnt, entwickelte sich der kleine Marktflecken Stade zu einem wichtigen Hafen- und Handelsplatz. 1209 erhielt er das Stadtrecht. Ab dem 13. Jahrhundert segelten Stader Kaufleute über die Schwinge zur Elbe und von dort weiter nach Holland und Dänemark. Damals gehörte die Stadt zur Hanse und war anfangs bedeutender als Hamburg. Von 1645 bis 1712 beherrschten die Schweden die Stadt und bauten sie zu einer wichtigen Festung mit großem Wallgraben aus.